أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Wie kannst du deinen Blick senken? Das ist unser heutiges Thema. Wie schaffst du es, nicht auf Verbotenes zu blicken? Verehrte Brüder, verehrte Schwestern, sobald es etwas wärmer wird auf der Welt, verlieren viele Menschen ihre Scham, ihre Schamhaftigkeit und laufen so herum, als ob sie sich im Badezimmer oder im Schlafzimmer befinden würden. Eine große Herausforderung für den Muslim, eine große Prüfung, die er bestehen muss, schaut er hin, wie es die meisten tun, oder schaut er weg für Allah? Das ist die Prüfung, die uns jetzt wieder trifft und die wir vor Allah subhanahu wa ta'ala verantworten müssen. Allah sagt, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Das Gehör, die Augen und das Herz, über das alles wird gefragt werden. Rechenschaft musst du ablegen über diese Organe. Wie kannst du deinen Blick senken? Das Erste und Wichtigste ist, dass du dich überhaupt angesprochen fühlst. Dass du weißt, dass diese Worte nicht für Pubertierende nur gilt, nur für Männer gilt. Nein, sie gilt für jeden Gläubigen, ob Mann oder Frau. Und deshalb hat Allah subhanahu wa ta'ala explizit beide angesprochen. In Surat An-Nur begann er subhanahu wa ta'ala mit den Männern und sagte, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Sprich zu den Gläubigen, Mu'minin, nicht Muslime, nicht Sünder, die Gläubigen, ein Befehl an die Gläubigen. يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, sie sollen von ihren Blicken senken. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, und ihre Scham hüten. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ, das ist reiner für sie. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ, Allah weiß ganz genau, was sie tun. Und hier der Zusammenhang zwischen Blick und Scham. Wer seine Blicke senkt, der hütet seine Scham. Und wer sie nicht senkt, der hütet sie auch nicht, seine Scham. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte dann die Frauen. Obwohl jeder Befehl, der für die Männer gilt, automatisch auch die Frauen angesprochen sind. Doch um etwas noch deutlicher zu zeigen, erwähnt subhanahu wa ta'ala auch die Frauen, spricht sie an. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, und spricht zu den gläubigen Frauen. Auch sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten und dann folgen Regeln, wie die Frau sich anziehen soll und vor wem sie ihre Scham behüten soll. Der Befehl ist also genau für dich. Wenn du das erkannt hast und den Täuschungen des Satans nicht folgst, der dir sagt, das gilt für andere, nicht du. Das gilt nur für Sünder,
für Jugendliche, für Pubertierende. Nein, es gilt für dich, ob du verheiratet bist oder nicht. Wenn du dich als Gläubigen siehst, dann bist du angesprochen. Das Zweite, was sehr wichtig auch ist, mach dir bewusst, welcher Schaden dich trifft, wenn du deine Blicke nicht senkst. Was kann mir schon passieren? Kurz hinschauen, ist doch schön. Das sind Einflüsse des Satans. Das Schlimmste, was dich überhaupt treffen kann, ist dein Iman. Wenn dein Iman, dein Glauben beeinträchtigt wird, wenn dein Iman, wenn ihm geschadet wird, das ist der größte Verlust. Die größte Katastrophe ist in der Religion. Wenn du dir was brichst, irgendein Organ nicht funktioniert, ist das schlimm genug. Aber wenn dein Iman so schlecht ist und du triffst damit Allah, dann hast du Dunya und Akhira verloren. Dunya und Akhira. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass der Mensch mit jeder Sünde, die er begeht, einen schwarzen Fleck in sein Herz bekommt. Mit jeder Sünde. Und das geht so weiter, bis das Herz vollkommen schwarz wird. Sünde nach der Sünde, nach der Sünde. Irgendwann ist das Herz vollkommen schwarz. Und dann kommt nichts Gutes mehr in dieses Herz. Außer, was die Gelüste ihm diktieren. Er wird Sklave seiner Gelüste. Einmal rief ein Mensch bei einem Scheich an und sagte ihm, ja Scheich, ihr sagt immer, wenn man Verbotenes schaut, dann macht sich das auf die Religion, auf das Herz bemerkbar. Er sagt, ich schaue ganz normal. Draußen, im Fernsehen, ganz normal schaue ich, kein Problem. Schaut der Verbotenes Frauen. Und der Scheich sagt, Inna lillahi wa inna ilayhi radi'un. Wir gehören Allah und wir kehren zu ihm zurück. Und was kann ich für dich tun, wenn dein Herz tot ist? Wenn dein Herz tot ist, das ist ein Anzeichen. Du siehst Haram und dein Herz bewegt sich nicht. Dein Herz ist tot. So bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dein Herz wieder zum Leben erweckt. Wenn du merkst, dass du schwerfällig mit den Gebeten bist, fällt dir schwer zu beten, fällt dir schwer Koran zu lesen, fällt dir schwer zu fasten, das Gute, was dich ins Paradies bringt, fällt dir schwer, dann musst du dich fragen, habe ich meine Blicke gesenkt? Denn sie sind sehr oft der Grund dafür, dass du das nicht schaffst. Mach dir also auch bewusst, welche Gefahren dahinter stecken, wenn du deine Blicke nicht senkst. Ist nicht nur ein Schaden, sondern eine ganz große Gefahr. Welche Gefahr? Dein Iman. Wie kann das sein, wenn man Verbotenes sieht, dass der Iman in Gefahr kommt? Ja, ganz einfach. Der Blick, so sagt es der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gehört zur Unzucht. Er sagte, auch die Augen begehen Unzucht. Und ihre Unzucht ist der Blick, der verboten ist, gemeint. Und Unzucht, Zina, gehört zu den größten Sünden überhaupt. Das kann so weit gehen, dass du sogar aus der Religion ausgeschlossen wirst. Dass man den Islam verlässt, wenn man den Gelüsten folgt. Und das ist schon passiert, leider.
Und die bekannte Geschichte, die Ibn al-Jawzi berichtet, ist von einem Muezzin, einem Gebetsrufer in Bagdad. Er hat 40 Jahre den Adhan gerufen. War bekannt als Salih al-Muezzin. Sein Name ist Salih al-Muezzin, weil er nur für Gebetsruf zuständig war. War er bekannt als Salih al-Muezzin. Und subhanallah, wenn er 40 Jahre Adhan gerufen hat, wenn wir annehmen, dass er 10 war, 10 Jahre, dann war er 50 Jahre alt, als sich das hier, was ich euch berichte, ereignet hat. Eines Tages stieg er wie immer auf das Minarett, um den Adhan zu rufen. Und sah eine schöne Frau von den Nachbarn. Von oben, und die arabischen Häuser sind von oben geöffnet, wie ihr sicherlich wisst, haben keine richtigen Dächer, sondern man kann reinschauen. Und subhanallah, wie Allah sagt, er folgt nicht den Schritten des Satans. Ein Blick nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Und irgendwann hat er es nicht mehr ausgehalten. Er ist runtergestiegen und ist zu dieser Wohnung gegangen und hat geklopft. Es waren Christen. Sie fragt, wer ist da? Er sagte, Salih al-Muezzin. Und sie öffnet ihm die Tür. Er geht sofort hinein. Überrascht ist die Frau. Und er umarmt sie sofort. Sie sagt, wir kennen euch, Muslime, dass ihr vertrauenswürdig seid. Was soll diese verräterische Handlung? Khiana, was machst du da? Ihr Muslime seid bekannt, dass ihr Amana habt. Was soll diese verräterische Handlung? Er sagt, wenn du nicht das machst, was ich will, Sina, dann bringe ich dich um. Sie sagt, niemals. Es sei denn, du änderst deine Religion. Er sagt, ich sag mich vom Islam los und von dem, was Muhammad gebracht hat. Sie sagt, das sagst du doch nur, um an dein Ziel zu gelangen. Hier ist Schwein. Iss davon. Und er isst davon. Und als er davon gegessen hat, sagt ihm, hier ist Wein. Trink davon. Und er trinkt und trinkt und trinkt. Bis er benommen wurde. Er war berauscht und wahrscheinlich trinkt er zum ersten Mal in seinem Leben Wein. Und da nähert er sich ihr. Und sie läuft in das Zimmer, in eines der Zimmer, und schließt ab. Hatte Angst vor ihm und sagte, warte, sei nicht ungeduldig, warte auf meinen Vater. Der Vater war nicht da. Bis er kommt und uns verheiratet. Geh auf das Dach und warte dort. Und der Mann, vom Islam ausgetreten, Schweinefleisch gegessen und berauscht, klettert auf das Dach, fällt runter und bricht sich sein Genick. Stirbt in diesem Zustand. Sie kommt ran, sie kommt raus aus dem Zimmer und sieht ihn tot. Wickelt ihn in ein Leichentuch und wartet, bis ihr Vater kommt. Der Vater kommt und sieht einen toten Mann im Hof. Und die Frau erzählt ihm das. Mein Vater so und so, das ist passiert. Und der Vater wartet, bis es Nacht wird und schmeißt ihn auf die Straße ganz weit weg. Und als seine Geschichte bekannt wurde, die Geschichte kam ans Licht, wurde er in eine Müllhalde geschmissen. Das war sein Ende. Womit hat es begonnen? Mit dem Blick.
Mit dem Blick hat es begonnen. Glaubst du, dass dir das nicht passieren kann? Kennst du nicht Leute, wegen einer Frau schwach geworden sind, ihre Gebete gelassen haben, viel Haram begangen haben, wegen einer Frau, wegen Haram, wegen ihren Gelüsten? Und deshalb ist dieses Thema so wichtig. Wie kannst du deine Blicke senken? Einer der wichtigsten Dinge ist das Heiraten. Das ist bekannt, aber leider nicht genug. Wenn Jugendliche heiraten wollen, dann stehen ihre Eltern da und verbieten ihnen das. Nein, du bist noch zu jung. Zum Heiraten zu jung. Und für Sina nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Jugendlichen befohlen zu heiraten. Wer in der Lage ist zu heiraten, der soll heiraten. Das hält. Das senkt die Blicke und lässt die Keuschheit wahren. Und wer das nicht kann, der soll fasten. Das ist ihm ein Schutz. Deshalb ein Appell an die Eltern. Wenn ihr eure Kinder zu euch kommen, dann verheiratet sie. Erleichtert die Heirat. Zwingt sie nicht zum Haram, sonst seid ihr mitschuldig. Ihr tragt einen Teil der Last, einen Teil der Sünden. Das Fasten. Wie ihr sicherlich wisst und ist auch wissenschaftlich bewiesen, schwächt das Fasten. Es schwächt die Gelüste. Und wenn ihr darüber nachdenkt, dass es bestimmte Lebensmittel gibt, die die Lust stärken, dann wisst ihr, wie wichtig das Fasten ist. Denn derjenige, der für Allah fastet, der bekommt diesen Schutz, den Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat. Das ist ihm ein Schutz vor Haram. Oder wer von euch hat Lust auf Haram, während er fastet? Die wenigsten. Denn er befindet sich in Ibadah. Er weiß, dass Allah ihn sieht. Und wenn zu einem Fastenden gesagt wird, iss Schwein, der sagt, A'udhu Billah. Na gut, iss Rind. Nein, A'udhu Billah, Allah sieht mich. Und deshalb, wenn du es nicht schaffst zu heiraten, dann faste. Und heiraten ist manchmal Pflicht. Wer um sich Angst hat, dass er Haram machen könnte, für den ist Heiraten Pflicht. Und wer das nicht macht, der hat Sünde. Und die Schwestern, die sollen auch aufpassen. Auch sie müssen heiraten. Sie sollen sich nicht schämen vor ihren Eltern. Sie sollen sich durchsetzen. Wenn ein guter Mann kommt, den darf man nicht einfach so lassen. Es ist verpflichtet. Du bist verpflichtet, ihn zu heiraten, wenn er eine gute Religion hat und gutes Benehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auch zu den Fastenden zählen. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wie kannst du deinen Blick senken? Wende deinen Blick ab. Das ist der Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt über den überraschenden Blick. Jemand geht und auf einmal plötzlich kommt was Verbotenes, eine halbnackte Frau. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wende deinen Blick ab, sofort. Und am besten bittest du gleich Allah um Vergebung dafür. Das ist viel leichter für dich. Schau nicht noch einmal hin. Das erste wurde dir vergeben. Das war nicht mit Absicht. Aber wenn du weiterschaust, dann wird dir das aufgeschrieben.
Mach dir bewusst, dass Allah dich sieht. Denk daran, dass Allah dich sieht. Wir wissen als Muslime, dass Allah uns beobachtet. Und stell dir vor, du möchtest etwas Verbotenes tun. Du möchtest was Verbotenes schauen. Und auf einmal kommt deine Mutter rein. Deine Schwester, deine Frau. Sofort würdest du wegschalten. Sofort würdest du irgendwo anders hinschauen. Warum? Weil du dich schämst. Ein Muslim ist davon überzeugt, dass Allah uns immer beobachtet. Schämst du dich nicht? Al-Junayd rahimahullah wurde gefragt, ein Gelehrter, was soll ich zur Hilfe nehmen, damit ich meine Blicke senke? Er sagt, nimm dein Wissen zur Hilfe, dass der Blick Allahs schneller ist, als der Blick, zu dem du hinschaust. Egal wohin du schaust, Allah ist schneller als du. Der nächste Ratschlag ist, halte dich von Orten der Versuchungen fern. Geh nicht unnötig auf die Straße, in Parks, Schwimmbäder, Einkaufsläden, vor allem zu Zeiten, in denen es sehr warm ist, die Leute halbnackt rumlaufen. Fällt dir ein, jetzt muss ich einkaufen? Geht es nicht früh, geht es nicht spät? Zu der Zeit, an diesem Ort? Selbst wenn du einen kleineren Laden an die Tür in der Nähe und der ist vielleicht etwas teurer, dann wirst du von Allah belohnt, wenn du den Großhandel meidest, weil dort sehr viel Fitna, sehr viel Versuchung steckt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, hütet euch vor dem Sitzen auf Gehwege. Sie sagten, ja Rasulallah, wir haben keine anderen Orte. Darauf können wir nicht verzichten. Keine anderen Orte, wo wir uns versammeln. Der sagte, wenn es sein muss. Und dann sagte er, dann haltet das Recht des Weges ein. Der Weg hat auch ein Recht. At-Tariq, er hat auch ein Recht. Und das erste Recht, was er erwähnte, ist, das Senken des Blickes. Wenn jemand vorbeikommt, dann senk deinen Blick. Wenn du das nicht schaffst, und das schaffst du nicht, wenn du im Café sitzt, dann geh doch gar nicht hin. Und wenn es sein muss, dann wähl dir die Orte richtig aus. Und die Zeiten. Gedenke Allahs, und das ist sehr wichtig. Es gibt Leute, die sind aufgrund ihrer Arbeit gezwungen, dass sie solche Plätze aufsuchen. Die müssen vor allem sehr viel Dhikr haben. Wenn du sitzt, du bist im Auto unterwegs, du bist in der Straßenbahn unterwegs, dann nimm dir ein Mushaf, nimm ein Koran, Buch und lies darin und lies über Akhira. Denn deine Augen sollen beschäftigt werden. Sollen nicht umherschweifen. Und wenn du gehst, dann sollst du was hören. Hör Koran, hör Dhikr. Deine Zunge soll nicht aufhören mit Dhikr. Und senke deine Blicke. Das ist sehr wichtig für dich. Denn die guten Taten löschen die schlechten aus. Und glaube mir, wenn du in die Stadt gehst, sammelst du genug Sünden. Also lösche sie aus mit Istighfar. Mit Istighfar. Mit dem Bitten um Vergebung. Sei aufrichtig Allah gegenüber und bitte ihn um Hilfe. Wenn Yusuf a.s., ein edler Prophet, in der Situation war und dann Allah um Hilfe bat, dann musst du das umso mehr. Niemand kann dich retten in dieser schwierigen Situation außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und sei aufrichtig.
Allah sagt, ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah, er kennt die verräterischen Blicke und das, was die Brüste verbergen. Er kennt die heuchlerischen Blicke. Ibn Abbas sagt, radiyallahu anhuma, mit diesem kha'inat al-a'yun ist gemeint, dass er heuchlerisch ist, dass ein Mann in ein Haus geht, in dem sich eine Familie befindet. Und in dieser Familie ist eine schöne Frau. Und wenn er, und er sieht sie und möchte sie gerne noch mehr sehen, während die Familie zu ihm guckt, schaut er weg, senkt seine Blicke. Und sobald sie wegschaut, die Familie, schaut er sie wieder an. Und dann merken sie das und schauen ihn an und er guckt sofort weg. Und sobald sie unaufmerksam sind, miteinander beschäftigt sind, schaut er wieder diese Frau an. Heuchelei. Er hat nicht für Allah weggeschaut, sondern weil er sich schämt vor anderen außer Allah. Wir wissen, dass das Senken der Blicke nicht ganz einfach ist. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu sagt sogar, das Bewahren des Blickes ist schwieriger als das Bewahren der Zunge. Das Bewahren des Blickes ist schwieriger als das Bewahren der Zunge. Und in Surat An-Nisa sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Und der Mensch wurde schwach erschaffen. Und da sagte ein Mufassir Taus, rahimullah, sagte, damit ist gemeint, wenn der Mann eine Frau ansieht, dann hat er keine Geduld, seine Blicke zu senken. Aber wir wissen, dass es möglich ist, weil wir wissen, dass alles, was Allah uns befohlen hat, möglich ist. Und deshalb der letzte Punkt. Halte dich an die rechtschaffenen Menschen, an rechtschaffene Orte, die Moschee. Bleib zu Hause und geh zu den Gottesfürchtigen. Wie erkenne ich die Gottesfürchtigen? Sehr einfach. Das sind Menschen, die Koran regelmäßig lesen und durchlesen sogar. Das sind Menschen, die oft fasten. Das sind Menschen, die Qiyam al-Layl beten. Wie schaffen sie das? Weil sie ihre Blicke gesenkt haben. Glaub mir, wenn du deine Blicke nicht senkst, wirst du das nie schaffen. Und so gab es gottesfürchtige Menschen. Und die wird es immer geben, die es geschafft haben, ihre Blicke zu senken. Und dazu einige Beispiele. Einer der Salaf, der rechtschaffenden Vorfahren, hat mal Khutbah gehalten. Zum Eid, Opferfestgebet, hat er Khutbah gehalten. Und zwar in einer außerhalb der Stadt, wie das auch die Sunna ist, nicht in der Moschee zu beten, sondern außerhalb der Moschee an einem Ort. Und da kamen viele Frauen. Und die Frauen haben sich zurechtgemacht. Und nach der Khutba ging der Mann nach Hause. Und zum anderen Gebet sagte einer zu ihm, Subhanallah, so viele Frauen waren heute da, so viel Fitna. Und dieser Imam sagt, ich habe keine einzige Frau gesehen, bis ich nach Hause gegangen bin. Er meint seine eigene Frau. Er hat die Khutba gehalten, aber er hat seine Blicke gesenkt. Ein anderer Gelehrter, und das ist Taqwa. Hier macht sich Taqwa. Hier sieht man Taqwa. Nicht hier mit dem Bart, das ist auch von Taqwa. Aber Taqwa, Gottesfurcht, erkennst du in den schwierigen Situationen. Wenn du deinen Gelüste, wenn du dem Shaitan, wenn du deinen Nefs nicht gehorchst. Du hast so viele Feinde. Und trotzdem
entscheidest du dich für Allah. Die andere Geschichte, ist, dass ein Gelehrter auf der Straße ging. Und auf einmal kamen sehr viele Frauen neben ihm und auf ihn. Und er hat versucht, seine Blicke zu senken. Doch es waren zu viele Frauen. Und er verschloss seine Augen. Es ist zu viel. Er verschloss seine Augen. Lange Zeit. Und die Frauen, die vorbeigingen, dachten, er ist blind. Und man hörte sie, A'udhu billah, möge Allah uns vor Blindheit bewahren. Er war nicht blind. Er war gottesfürchtig. Du wirst sagen, soll ich, wenn ich durchgehe, auch meine Augen verschließen? Dann baue ich einen Unfall. Das sollst du nicht. Dieser Mensch hat eine Stufe erreicht, in dem das Senken des Blickes ihn nicht genügt hat. Du sollst deine Blicke senken. Das ist Pflicht für dich. Und wenn es nötig ist, dann verschließ auch deine Augen. Du musst auch nicht unbedingt, und das tun einige Menschen leider, er muss jede Werbung lesen. Er muss jede Frau anschauen. Wessen Frau ist das? Ist sie noch verheiratet oder kann ich noch? Alles vom Shaitan. Wie viele Frauen willst du heiraten, wenn du einmal durch die Stadt gehst? 1000? Alles vom Shaitan. Und diese Frauen, glaub mir, passen nicht zu dir, wenn du gottesfürchtig bist. Gute Frauen findest du zu Hause, in der Moschee, und man hört von ihnen. Man hört über sie. Nicht auf der Straße, beim Shopping, beim Bummeln, bei Angeboten suchen. Das sind nicht die gottesfürchtigen Frauen, die du suchst. Die haben ganz andere Eigenschaften. Aber es gibt auch von dieser Zeit sehr viele gottesfürchtige Menschen. Und ein Beispiel, und das letzte möchte ich euch jetzt noch berichten. Ein Scheich erzählt. Er sagt, ich habe einen Engländer gesehen. Und dieser Engländer hat in seinem Gesicht Nur gehabt, Licht. Und ich kam zu ihm und sagte, Masha'Allah, Bruder, dein Gesicht ist voller Nur. Und dieser Engländer sagt, Alhamdulillah, ich bin Muslim geworden, ich bin sehr glücklich. Da sagt er ihm, Bruder, kannst du mir bitte erzählen, wie das kommt? Wir haben eine Situation, die Medien sind gegen uns. Wie kommt es dazu, dass du Muslim bist in dieser Situation? Und er sagt, mein lieber Bruder, ich bin Geschäftsmann, ich bin sehr reich. Und ich hatte eine Freundin, die sehr hübsch war. Und ich bin ein sehr eifersüchtiger Mensch. Und da ich eine sehr hübsche Freundin hatte, hat sie sich sehr zurechtgemacht. Und alle Männer haben sie angeschaut. Und ich habe drinnen gebrodelt. Und eines Tages ging ich mit ihr spazieren in der Stadt. Und da standen Brüder von der Da'wah. Die haben Da'wah, Infostand gehabt. Und haben Broschüren und Koran und verteilt, was wir auch versuchen. Und er ging vorbei, da kam ein Bruder zu ihm. Und sagte, guten Tag, Sir, darf ich Ihnen eine Broschüre anbieten? Und er hat gesagt, ich habe sie genommen, ein bisschen geguckt. Und er hat wohl gemerkt, dass ich kein großes Interesse habe und sie in der nächsten Mülltonne wegschmeißen werde. Da hat er zu mir gesagt, Sir, wenn Sie erlauben, will ich das, wenn Sie das nicht brauchen und lesen werden, nehme ich das gerne zurück. Da sagte ich zu ihm, was geht dich das an? Ob ich das lese oder wegschmeiße. Er hat gesagt, wir haben leider nicht so viele davon. Und wenn Sie kein Interesse haben, vielleicht gibt es andere, die größeres Interesse haben. Und der Mann sagt, ich habe gemerkt, dass er überhaupt nicht meine Freundin angeschaut hat. Hat seine Blicke gesenkt. Hat nur mit mir gesprochen. Da habe ich ihn gefragt, ich habe eine Frage. Warum guckst du meine Freundin nicht an? Ist sie nicht hübsch? Da hat er gesagt, weiß ich nicht. Gefällt sie dir nicht? Schau sie doch an.
Und er hat gesagt, nein, das darf ich nicht. Warum nicht? Das machen doch alle hier. Er sagt, nein, Allah sieht mich. Und es ist mir nicht erlaubt, das, was mir nicht gehört, zu begehren. Da sagte der Mann, und er war überwältigt. Hat er nicht erwartet, noch nie gehört. Steht das auch in dieser Broschüre? Der sagt, hier ist Koran. Und da steht viel mehr. Da hat er sich das ganze Infomaterial mitgenommen. Nach ein paar Tagen ist er zum Islamischen Zentrum gekommen und ist Muslim geworden. Wie hat das begonnen? Der Bruder hat seine Blicke gesenkt. Und es gibt sehr viele Geschichten. Wahre Geschichten, schreibt ihr sie. Benehmt euch wie Muslime. Und Allah wird recht leiten, wen er will. Barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, unsere Blicke zu senken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns im Paradies vereinen. Möge Allah uns, und das ist das Wichtigste im Islam, leben und sterben lassen. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله